Jo Leute, hallo zurück. Und zwar geht es jetzt hier beim Dimensionieren eines Transformators geht es jetzt um die Bestimmung der Primärwicklung, Sekundärwicklung und den Leiterquerschnitt der Primärwicklung und den Leiterquerschnitt der Sekundärwicklung. Wie berechne ich jetzt das? Die ganzen technischen Daten haben wir in den Videos davor schon uns erarbeitet. Wie ich die alle rausfinde, also vom Kern und sowas, aus dem Datenblatt, welche ich brauche, haben wir gehabt. Hoffe, habt ihr rausgeschrieben. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr die Anzahl der Primärwicklungen jetzt dementsprechend hier berechnet. Also, die Primärwicklungen N1, das ist hier definiert als U1, also die Spannung in der Primärseite, sind hier, kann ich gleich mal hinschreiben, 230 Volt durch. Ja, hier haben wir noch Platz. Jo, durch AFE mal B mal Omega, also hier den sogenannten die Querschnittsfläche hier vom Eisen und hier mal die Induktivität B und hier das Omega. Oder nee, und nicht, doch, die Nenninduktivität, so heißt es, Wort schon wieder fast vergessen. Und hier Fe ist ja der Eisenquerschnitt und hier Omega ist die Kreisfrequenz. Also da habe ich die Werte gehabt, was ich mir rausgesucht habe von 0,005 mal 1 mal 314. Und wenn ich das dann in den Taschenrechner eingebe, komme ich auf 1465 Windungen. Ist das? Ja, ist gerade noch drauf. Ja, so habe ich mir jetzt hier die Primärwicklungen erarbeitet. Jetzt die Sekundärwicklung, hier die Anzahl der Sekundärwicklungen, N2 auf der Sekundärseite hier. Ja, wie mache ich das? Das ist N1 mal U2 durch U1 ist 1465 Windungen mal U2. U2 war ja 12 Volt geteilt durch die 230 Volt und das ergibt mir hier gerundet 76 Windungen. Jo, jetzt geht es noch um den Leiterquerschnitt hier dieser Primärwicklung. Also ich mache jetzt hier einfach mal so. So. Wie berechne ich den? Also ACU1 abgekürzt ist FCU mal ACU durch N1. Also die Windungen hier, ja, der Primärinduktivität, das hier ist der wie heißt's? Füllfaktor, kann ich Wort schon nicht mehr. Das ist der Füllfaktor von Kupfer mal der Quer, mal A ist die ist das Wickelfenster, also Füllfaktor mal Wickelfenster. Jetzt mit dem Füllfaktor, wie viele Windungen sozusagen, wie viel dieser Fläche vom Wickelfenster wird hier befüllt, geteilt durch die Anzahl der Primärwindungen. So ist dieser Ablauf. Also hier habe ich gehabt 0,45 mal Wickelfenster haben wir gehabt von 0,002 Quadratmeter durch 1465 Windungen ergibt 0,61 Quadratmillimeter. Jo, als Leitungsquerschnitt für die Primärwicklung. Und wie sieht es jetzt hier aus mit der Sekundärwicklung? Ja, kriegen wir hier so ungefähr noch rauf. Sekundär, also ACU2. Muss ich kurz gucken, ob das noch. Ja, das ist gerade noch so drauf. Gerade noch so drauf, also funktioniert genau wieder so. Der Füllfaktor hier vom Kupfer mal hier. Wieder das Wickelfenster geteilt durch die Windungszahl N2 ist sozusagen 0,45 mal 0,062 Quadratmeter durch die Anzahl der Windungen auf der Sekundärseite durch 76 und das ergibt dann hier 11,84 Quadratmillimeter, was ich hier so habe. Ja, Leute, da habe ich hier schon die Primärwicklungen, Sekundärwicklungen, Leiterquerschnitt Primär- und Leiterquerschnitt Sekundärwicklung berechnet. Und ja, hoffe, das Video hat euch hier schon mal weitergeholfen.
Im nächsten Video geht es dann noch weiter mit den sogenannten Parametern für die Simulation. Das ist der sogenannte Ersatzschaltpunkt mit den ganzen Widerstand Primärwicklung, Widerstand Sekundärwicklung, Induktivität bringen und so weiter. Den ganzen Zeug. Dem geht es jetzt gleich weiter. Hoffe, ihr seid noch dabei. Wünsche euch schon mal viel Spaß damit. Euer Elektrotechnik hier in 5 Minuten. Tschüss.